Weltweit gibt es 19 Millionen Kamele. Neben 2 Millionen zweihöckrigen Trampeltieren sind es 17 Millionen Dromedare, einhöckrige Kamele. Die äußerst genügsamen Tiere findet man überall dort, wo es lange Trockenperioden gibt, in Wüsten- und Steppengebieten. Zum Beispiel hier bei Nanyuki im Norden von Kenia. Zakaria Farah, Lebensmittelchemiker von der ETH Zürich, hat in Ostafrika bezüglich Kamelen Pionierarbeit geleistet. Kamele sind exzellente umweltschonende Futterverwerter und eignen sich hervorragend zur Fleisch- und Milchproduktion. Dieses Potenzial, so ist der Kamelforscher von der ETH überzeugt, muss in Zukunft noch vermehrt genutzt werden. Es gilt nicht nur einen Beitrag zur Ernährungssicherung zu leisten, sondern auch mitzuhelfen, die Einkommen von Menschen, die Kamele halten, zu verbessern. Hier in Kenia dienten Kamele bis vor kurzem ausschließlich der Selbstversorgung. Die Kommerzialisierung ihrer Produkte steckt noch in den Anfängen. Das Interesse an Kamelen ist in den letzten Jahren allerdings stark angewachsen. Viele Leute haben gemerkt, dass Kamele sehr wichtig sind für diese Umgebung, dieses Environment, und dass Kamele sehr genügsam sind, und viele Ethnien, die früher nie Kamele gehabt haben, jetzt haben sie Kamelen. Und wir sehen, dass Kamele geht immer mehr und mehr. Wir haben bis in der Nähe von Nairobi heute Kamelen. Grund? Längere und härtere Dürreperioden, Stichwort Klimaveränderung, haben hier in Ostafrika gezeigt, Kamele können von allen Nutztieren am besten damit umgehen. Kamele sind schon seit Menschengedenken domestiziert. Trotzdem muss man zum Melken zuerst die Fohlen ansetzen. Im Vergleich zu anderen Nutztieren sind Kamele noch wenig erforscht. Man beschäftigt sich erst seit etwa 20 Jahren mit ihnen. Je nach Saison und Fütterung kann man in Kenia von Kamelen 2 bis 8 Liter Milch am Tag gewinnen. Natürlich spielt auch die Rasse eine Rolle. An der ETH Zürich will man mehr Klarheit über diese Zusammenhänge. Man will zum Beispiel wissen, ob bei dieser Herde die Somali oder die Turkana mehr und bessere Milch geben. Zakaria Farah braucht aber auch immer wieder Proben, um an der neuen Produktentwicklungen zu arbeiten. Wir wollen versuchen, ob man UHT-Milch von Kamel machen kann. Wir haben 2, 3 Tests schon gemacht. Das ist nicht sehr einfach. Das Problem ist immer wenn wir versuchen, Kamelmilch zu verarbeiten, wie man Kuhmilch, geht es nicht. Und dann kommen Probleme, und wir sind jetzt in diesem Problem los. Schon heute steht allerdings fest, Kamelmilch ist sehr gesund. Gesünder als etwa Kuhmilch. Das Vitamin C ist 4 bis 5-mal höher als normale Kuhmilch. Wir haben aber auch sehr viel Calcium. Wir haben auch sehr wertvolle Proteine, die wir vermuten, wir sind noch nicht sicher, die haben einen antibakteriellen Effekt. Und die machen natürlich gesund. Das sind sehr gute Proteine. Das sind alle Vorteile, die im Kamel wir jetzt beobachtet haben. Früher wurde die Milch dieser Herde ausschließlich von Freunden und Verwandten als Rohmilch konsumiert. Heute werden 50 Liter pro Tag zur Weiterverarbeitung nach Nanyuki verkauft. 2,5 Stunden dauert die Fahrt mit dem Fahrrad dorthin. Die Vital Camel Milk, erst vor kurzem gegründet, ist die erste Kamelmilchfabrik in Kenia. You checked the quality? Yes. Well done. Managing Director und Hauptaktionär ist der Deutsche Holger Marbach, der früher hier in der Entwicklungshilfe gearbeitet hat. Mit Vital Camel Milk will man vorläufig in erster Linie gesundheitsbewusste Konsumenten im oberen Einkommenssegment ansprechen. Hohe Hygienestandards sind eine Selbstverständlichkeit. Angeliefert wird von rund 30 Herden. Jede eingehende Milch wird im Labor geprüft.
Das Know-how für den Betrieb kommt von der ETH Zürich. Im Gegenzug kann man hier Versuche machen und vom Institut für Lebensmittelwissenschaften auch Praktikantinnen hierher schicken, die so auch Einblick in die Arbeit in Entwicklungsländern erhalten. Bis anhin wird bei Vital Camel Milk nur pasteurisierte Milch hergestellt. Möglichst bald möchte man auch UHT-Milch und Milchpulver produzieren. Grundsätzlich ist hier alles gefragt, was für den hiesigen Markt neu ist. In Zukunft will man noch mehr von bereits getestetem ETH-Wissen profitieren. Wir haben auch schon lange eingeführt, dass man Kamelmilch Butter machen kann. Das ist auch gut. Und zum Schluss, vor zwei, drei Jahren, haben wir auch ein Käse entwickelt, also ein Enzym, der uns hilft, einen sehr guten Kamelkäse zu machen. Dies ist allerdings kein Fondue, sondern ein Kamelmilch-Bananenfrappé, das zu Eiscreme verarbeitet wird. So, now we pasteurize it 85 times. Erste Tests sind angelaufen. Haltbarkeits- und Verpackungsfragen sind noch nicht gelöst. Aber geschmacklich vermag das Bananeneis schon jetzt zu überzeugen. Let's try some. Es schmeckt sawa sawa, was auf Kiswahili so viel heißt wie fein, in Ordnung. Sawa sawa. Von der Sahelzone bis hier nach Kenia leben über die Hälfte aller einhöckrigen Kamele. Das Kamel spielt auf dem afrikanischen Kontinent zunehmend eine bedeutendere Rolle im Nutztierverband. Und ganz wichtig, hier gibt es für die Tiere, die auch dort noch fressen können, wo andere Nutztiere gar nicht mehr hinkommen, auch noch genügend Weideland. Anders ist das in Indien, wo Kamele in erster Linie als Zugtiere eingesetzt werden. Im hinduistischen Pilgerort Pushkar im Gliedstaat Rajasthan wird jeweils im November das größte religiöse Fest des Jahres gefeiert. Traditionell findet zum gleichen Zeitpunkt, jeweils für eine Woche, der größte Kamelmarkt der Welt statt. Auf 300 Hektaren werden heute noch immer über 20.000 Kamele verkauft, obwohl der Bestand an Kamelen in Indien stark rückläufig ist. Über 200.000 Menschen sind in Rajasthan finanziell abhängig vom Kamel. Und noch über 10.000 Kamelzüchter, sogenannte Raikas, gibt es hier. Zehn von 15 Jungtieren habe ich bis jetzt verkauft. Für fast alle habe ich über 100 Franken erhalten. 100 Franken sind für Jungtiere ein exzellenter Preis. Für ausgewachsene Prachtsexemplare müssen die Kamelhändler wesentlich tiefer in die Tasche greifen. Sie können bis zu 600 Franken kosten. Der Markt in Pushkar ist für die Raikas das wichtigste Ereignis im Jahr. Wir verkaufen nur einmal im Jahr, hier in Pushkar. So war das schon immer. Was wir hier einnehmen, muss für ein ganzes Jahr reichen. Wer im heiligen See von Pushkar badet, kann sich von seinen Sünden reinwaschen. Über 100.000 Pilger und Touristen kommen jedes Jahr hierher. Wer den heiligen Kühen opfert, dessen Wünsche gehen in Erfüllung. In Pushkar steht der einzige Brahma-Tempel Indiens. Klar, dass auch die Raikas den Kamelmarkt nutzen, um ihr Seelenheil zu pflegen. Daneben gilt es im Städtchen Sitzungen der Liga für Hirtenvölker zu besuchen. Ilse Köhler-Rolefsson, eine deutsche Tierärztin und Anthropologin, engagiert sich zusammen mit indischen Freunden und Interessenvertretern seit über 10 Jahren für die Raikas und die Kamele in Rajasthan. But wailing and crying does not help. You have to get organized. Sie versucht hier die Kamelzüchter zu überzeugen, dass alles Jammern und Weinen nichts nützt und sie sich zusammenschließen müssen, wenn sie ihre Interessen gestärkt vertreten wollen.
Die Existenzängste unter den Raikas sind groß. Die Anzahl Kamele hat in Indien in den letzten 10 Jahren 25 bis 45% abgenommen. In ihrem Entstehungsmythos sind die Raikas die von Shiva auserwählte Kaste, um auf das Kamel aufzupassen. Nicht nur sie, sondern fast alle Hindus kämen, Stichwort Reinkarnation, nie auf den Gedanken, Kamelfleisch zu essen. Ganz generell hat das Kamel als Nahrungsmittellieferant in Indien eine äußerst geringe Bedeutung. Milch wird nur von den Raikas selber genutzt und es bestehen also große Vorurteile bei der Rest der Bevölkerung. Und das Schlachten ist eigentlich sowieso tabu hier. Das war früher undiskutabel überhaupt, der Gedanke, dass man Kamele schlachten könnte. Seit 10 Jahren werden auch hier Schlachttiere verkauft. Immer mehr auch Weibchen. Sie kommen in den Export oder in indische Gliedstaaten mit einem hohen Muslimanteil in der Bevölkerung, wo auch Kamelfleisch gegessen wird. Zu Pushkar gehört auch, dass man seine Tiere schmückt, bemalt und auch formschön rasiert. Hauptsorge der Raikas und Hauptgrund, dass es in Indien immer weniger Kamele gibt, es gibt zu wenig Futter. Das Government verhindert je länger, je mehr den Zugang zu Wäldern und Weideland. Es gibt einfach nicht mehr genug Weideplätze. Wo sollen unsere Tiere weiden? Es wird von Tag zu Tag schwieriger. Über Jahrhunderte hat man in Rajasthan Rassen gezüchtet, die extrem an die hiesigen Verhältnisse angepasst und nach wie vor gefragt sind. Aber die Gefahr besteht, dass dieses wertvolle Erbgut eines Tages vielleicht sogar ausstirbt. Raikas sind keine Landbesitzer. Verminderter Zugang zu Weideland bedeutet, ihre Herden werden von Jahr zu Jahr kleiner. Die Weideflächen sind enorm zurückgegangen in Rajasthan. Und das liegt daran, dass sich die Bewässerungslandwirtschaft enorm ausgedehnt hat. Es liegt daran, dass dass sehr viele Naturschutzgebiete eingerichtet worden sind, die früher die Haupt-Sommerweidegebiete darstellten. Und man kann einfach keine großen Herden mehr halten. Es gibt einfach keinen Platz mehr. Allzu viele Alternativen haben junge Raikas nicht. Die meisten wollen mit der Kamelzucht weitermachen. Es ist das, was wir gelernt haben. Es ist unsere Tradition. Auch wenn die Population abnimmt, müssen wir weitermachen, um zu überleben. Im Moment kommt der hohe Benzinpreis den Kamelzüchtern und Haltern entgegen. Der Transport mit Kamelen ist billig. Ein Kamel kann bis zu 2 Tonnen ziehen und ein Wagen ist für etwa 3 Euro am Tag zu haben. Ein Transport mit dem Kamel kostet heute etwa die Hälfte wie ein vergleichbarer mit einem Laster. In Städten wie Bikaner werden wieder häufiger als in den letzten Jahren Waren mit dem Kamel angeliefert. In Rajasthan leben noch über 3/4 der Bevölkerung auf dem Land. Die Urbanisierung ist hier am Rande der Wüste Thar noch nicht so weit fortgeschritten wie in anderen Landesteilen Indiens. Auf den Bauernhöfen findet man nicht nur Ziegen und Rinder, sondern bis heute auch immer ein Kamel. Zumeist ein kastriertes Männchen, das nicht nur den Wagen, sondern auch den Pflug zu ziehen hat. Dem Kamel fühlt man sich hier ganz besonders verbunden. Es gehört zu Rajasthan. Hier hat man seine Zugkraft schon immer genutzt und seine Überlebensfähigkeit in der Wüste zu schätzen gewusst. Und mit dem Kamel kommt man in der Wüste Thar bis heute auch dorthin, wo es kein Allradwagen mehr schafft. Diese Kamele gehören zum National Research Center on Camel in Bikaner. Diese Forschungsstätte ist weltweit die einzige, die sich ausschließlich mit dem Kamel als Nutztier befasst, welches sich so phänomenal an die Trockenheit anpassen und Wasser speichern kann.
It can conserve water by three ways. Es kann auf drei Arten Wasser speichern. Erstens hat es einen sehr trockenen Stuhlgang. Via feces. Then urine is also very scanty. Dann ist auch der Urin sehr kärglich. Drittens verfügt das Kamel über eine sehr spezielle Art der Regulierung der Körpertemperatur. Sie steigt am Tag und sinkt in der Nacht. So wird weniger geschwitzt. Der Wasserverlust ist geringer. Denn Sie wissen ja, Wasser ist äußerst wichtig in diesen Trockengebieten. Alle Dromedare, also alle einhöckrigen Kamele, können wie diese vom Nationalen Forschungszentrum im Notfall einen Monat ohne Wasser zu trinken überleben, indem sie ihren Wasserbedarf nur über das Fressen beziehen. Sie können einen Wasserverlust von bis zu 30% ihres Körpergewichts ertragen, während bei den meisten anderen Tieren ein Verlust von 15% schon tödlich wirkt. Kamele brauchen 5 bis 10 Kilogramm Futter am Tag, wenn man sie als Last- und Zugtiere einsetzen will. Für kürzere Perioden können die Wiederkäuer sogar mit nur 2 Kilogramm Futter überleben. Kamele sind extrem anpassungsfähig und äußerst genügsam. I think it is the most docile and humble animals. Ich denke, es ist das bescheidenste und gutmütigste Tier von allen. Es kann nicht verletzen, es attackiert nicht, es hat keine Krallen, es hat auch keine sehr großen langen Zähne. Darum haben es die anderen Tiere wahrscheinlich gezwungen, in dieser Gegend zu leben, wo das Klima sehr rau ist. Am National Research Center on Camel arbeiten rund 60 Mitarbeiter. Das Forschungsspektrum ist breit und geht von Fragen der Früherkennung von Krankheiten über den Insulinanteil in der Milch der verschiedenen einheimischen Rassen bis hin zu Fragen der Reproduktion. Wie viel Testosteron entwickelt ein Hengst? Wann genau beginnt er in der Brunft zu sein? Und wann können Stuten am besten empfangen? Kamelstuten werden normalerweise nur etwa alle 2 Jahre trächtig. Bei den Hengsten steigt der Testosteronspiegel 11 bis 18 Wochen im Jahr enorm an. In diesem Zeitraum kann ein Hengst 40 bis 50 Weibchen belegen. Nach einem Sprung braucht er jeweils 2 Tage Ruhe. Einmalig beim Kamel das in der Brunft aufblasbare Gaumensegel. Mit künstlicher Befruchtung hat man übrigens bis heute beim Kamel praktisch keinen Erfolg gehabt. Sumant Vyas will herausfinden, ob man das Kalbungsintervall verkürzen kann. Dazu werden die belegten Weibchen mit Ultraschall gecheckt. Wir wollen mehr wissen über die Empfänglichkeit von weiblichen Tieren kurz nach der Niederkunft. Wir wollen herausfinden, ob innerhalb von 30 Tagen ein Follikel da ist oder nicht. Das ist nicht der übliche Weg der Zucht, aber wir haben es ausprobiert und herausgefunden, dass etwa 25% der Stuten, die gerade ein Kalb geworfen haben, wieder trächtig werden könnten. So kann man etwa 300 Tage bezüglich Kalbungsintervall sparen. Untersucht man Kamele etwas zu lange, gilt es hier und da aufzupassen. Die Schwielensohler können rundum ausschlagen. Fohlen bleiben im Normalfall bis etwa 2-jährig bei ihren Müttern. Dies ist nicht nur bei den indischen Kamelen so. Dies gilt weltweit. Auch auf der Olmaisor-Farm im Norden von Kenia. Dieses kleine Kamel wurde vor nicht einmal 10 Stunden geboren. Jasper Evans ist der Pionier bezüglich Kamelhaltung in Kenia. Zakaria Farah von der ETH Zürich arbeitet mit ihm seit bald 20 Jahren zusammen. Ein neugeborenes Kamel kann 10 Stunden nach der Geburt schon fast alles, was es zum Leben braucht. Hüpfen lernt es allerdings erst am 2. Tag. Weiß man, wie man sich frisch gebackenen Müttern nähern muss,
So kommt man auch als Fremder sehr nah an das kleine Fohlen heran. Jasper Evans, seine Tochter Amanda und Schwiegersohn John Parrott halten im Moment rund 250 Kamele. Das Wägen von Neugeborenen ist in Olmaisur eine Selbstverständlichkeit. Einmal im Monat werden alle Tiere gesammelt und es wird alles registriert, was notwendig ist, um eine sehr erfolgreiche Kamelzucht und Haltung zu betreiben. Alle Tiere werden gewogen und bezüglich ihres Gesundheitszustands beurteilt. Eine Gewichtsabnahme ist ein klarer Indikator für Krankheit. Auf Initiative von Zakaria Farah wird hier seit 1988 ein Herdebuch geführt. Abgesehen von demjenigen im indischen Bikaner ist es die einzige Kameldatenbank der Welt. Ist ein Tier geschwächt, so wird ihm eine Stärkungsspritze mit Vitaminen und Mineralien verabreicht. In Olmaisur hat man von allem Anfang an großes Gewicht auf eine regelmäßige medizinische Versorgung gelegt. Es lohnt sich nicht, so weiß man hier gesichert, bei den Medikamenten zu sparen, zum Beispiel bei diesen gegen Würmer. Es muss eine gesundheitliche Versorgung da sein. Die Kamele bekommen verschiedene Krankheiten und es ist sehr wichtig, dass man immer veterinärmedizinisch gut ausgebildeten Leute hat. Das ist sehr, sehr wichtig. Diese Kamele sollen mit Touristen auf Safari gehen. Es wird präventiv eine Flüssigkeit, die Zecken und Tsetsefliegen abhält, appliziert. Die leise männliche Erregung ist jahreszeitlich bedingt und ein sicheres Zeichen dafür, dass Weibchen in der Nähe sind. Hier in dieser Gegend, wo man noch viele Wildtiere antrifft, ist in den letzten 5 Jahren in Sachen Kamele ein Zusatzbusiness gewachsen. Kamelsafaris erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Für diesen Job werden ausschließlich männliche Tiere eingesetzt. Kamele haben in Kenia als Reittiere eine geringe Tradition. Hier war das Kamel schon immer vor allem ein Nahrungsmittellieferant. Nicht nur in Sachen Milch, sondern auch in Sachen Fleisch. Hier in Olmaisur steht auch ein Musterschlachthaus, welches primär auf Initiative der Universität Hohenheim und der ETH Zürich entstanden ist. Es dient als Versuchs- und Ausbildungsstätte und soll neue Verarbeitungstechniken sowie verbesserte Hygienestandards aufzeigen. Rund 60% eines Kamels können für die Fleischproduktion verwendet werden. In Kenia wurden Kamele schon immer geschlachtet und gegessen, aber ein Geschäft war es nie. Man hat immer Kamelfleisch gegessen, aber man hat das rein Tradition, man hat nicht sehr viel verkauft. Es war schlecht geschnitten, unhygienisch und das ist alles das, was wir jetzt verbessern. Das Fett im Höcker, dem Energiespeicher der Kamele, ist ein äußerst begehrtes Kochfett. Allerdings ist es finanziell nicht so interessant wie das beste Filetstück. This one is the inside fillet, which is das ist das innere Filet. Das ist das teuerste Kamelfleisch. Das Höckerfett bringt bis zu 5 Euro pro Kilo. Das innere Filet geht für etwa 15 Euro. John Parrott macht eigentlich am liebsten Kamel Bresaola. Aber auch für Kamburger hat er etwas übrig. In diesem Schlachthaus werden sehr viele Produkte gemacht, bis 10 verschiedene
Arten von Fleisch wird gemacht. Es kommt den Markt an, man kann sehr gut verkaufen. Und wir hoffen, dass wir in anderen Teilen von Kenia oder von afrikanischen Kontinent das weitermachen können. Nicht nur die Kamelwürste aus Olmaisor erfreuen sich bis nach Nairobi großer Beliebtheit. Ein erster wichtiger Schritt in Richtung besserer Vermarktung von hygienisch einwandfreien Kamelfleischprodukten ist gemacht. Voraussetzung dazu bleibt eine gesunde Herde mit genügend Weideland. Olmaisor zeigt auch, dass man Kamele problemlos in Kombination mit Ziegen und Rindern halten kann. Kamele, in Kenia schon seit jeher in Wüstengebieten stark vertreten, erfreuen sich in neuerer Zeit auch in Steppengebieten zunehmender Beliebtheit. Umgekehrt verläuft der Trend in Indien. Es werden immer weniger auf dem Markt in Pushkar. Von den helleren Jaisalmeri und den dunkleren Bikaneri, die hier abends jeweils in die umliegenden Wälder zum Weiden geführt werden. Die Situation der Raikas ist im Moment etwas verzweifelt, aber sie ist nicht hoffnungslos. Die äußerst genügsamen Kamele haben Qualitäten, die in Zukunft weltweit in Trockengebieten wohl immer wichtiger werden. Und es ist sicherlich richtig, den Glauben nicht aufzugeben, dass das auch in Indien so sein wird. Also ich denke, dass sich die Zahl an Kamelen, die hier verkauft wird, weiter verringern wird, dass sie sich dann aber irgendwann mal stabilisiert. Und da das Wasser eben überall alle ist, glaube ich, gibt es... Es gibt nachher einfach keine Alternative mehr als das Kamel. Und daher denke ich, dass langfristig die Situation gut ist. Man wird sich mit der Zeit wohl auch in Indien wieder vermehrt besinnen auf die hervorragenden Eigenschaften der Kamele. Zum Beispiel auch auf ihr umweltschonendes Weideverhalten. Nur von jedem Strauch oder Baum ein paar Bissen zu nehmen und dann weiterzuziehen. Man wird sich erinnern, dass Kamele die besten Futterverwerter von allen Nutztieren sind. Und man wird vielleicht bald auch in breiteren Bevölkerungskreisen und nicht nur bei den Raikas wissen, dass Kamelmilchtee genauso gut schmeckt wie ein Tee mit Kuhmilch. Es ist auch anzunehmen, dass sich herumsprechen wird, was Raikas schon lange wissen. Kamele geben bei Trockenheit auch dann noch Milch, wenn alle anderen Nutztiere keine mehr geben. Will man Trockengebiete langfristig sinnvoll nutzen, gibt es eigentlich keine bessere Möglichkeit als das phänomenale Nutztier Kamel.